Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Überprüfung und Förderung von Inklusion in Reallaboren. Im ersten Video habe ich euch etwas zur Relevanz von Inklusion in Reallaboren erzählt. Jetzt besprechen wir eine Liste mit meinen wichtigsten Überlegungen, um sicherzustellen, dass ein Reallabor inklusiv und einladend für alle Mitglieder unserer Gemeinschaft ist. Eine mögliche systematische Herangehensweise bietet der Index für Inklusion aus den inklusiven Bildungswissenschaften. Er wird seit über 20 Jahren weiterentwickelt und weltweit durch die UN gefördert, zum Monitoring und zur Förderung von Inklusion in Schulen angewandt. Adaptiert auf Basis der Qualitätskriterien für Reallabore ergibt sich eine Liste mit 80 Indikatoren. Diese lassen sich als Einstiegspunkt in vier Bereiche unterteilen. Vertretung von Interessen, Forschung und Analyse, Zugänglichkeit und Kollaboration und Kommunikation. Betrachten wir zunächst das Einbeziehen von Interessengruppen. Wie im Video 1 beschrieben, ist es wichtig, eine Vielzahl von Interessengruppen in den Prozess der Konzeption, Produktion und Bewertung einzubeziehen. Darunter zum Beispiel VertreterInnen verschiedener Gemeindegruppen, Organisationen und Behörden. Indem wir aktiv nach unterrepräsentierten Gruppen suchen und diese zum Mitmachen bewegen, können wir sicherstellen, dass die Bedürfnisse und Anliegen aller Mitglieder unserer Gemeinschaft berücksichtigt werden. Für die Forschung und Analyse im Reallabor zählt zum Systemwissen unter anderem eine gründliche Recherche und Analyse der Bedürfnisse und Perspektiven aller Mitglieder der angestrebten Gemeinschaft. Der Einsatz einer Vielzahl von formellen, informellen Methoden hilft uns, die Bedürfnisse verschiedener InteressensvertreterInnen zu ermitteln und uns in sie hineinzufühlen, um das Reallabor iterativ anzupassen. Als dritten Punkt haben wir die Zugangsmöglichkeiten. Um ein inklusives Reallabor zu gestalten, müssen Zugänglichkeiten und der Abbau von Barrieren von vornherein berücksichtigt werden, damit alle Mitglieder der Gemeinschaft im vollen Umfang teilnehmen können. Inklusion bedeutet hier nicht ungewollt, exklusiv zu sein. Dazu gehört zum Beispiel die Gestaltung von Infrastruktur und Räumlichkeiten, die für alle Menschen barrierefrei zugänglich sind, sowie die Bereitstellung von Diensten und Ressourcen für Nicht-MuttersprachlerInnen oder Menschen mit geringer Lesekompetenz. Unterschiedliche Zeitfenster unserer Aktionen sind ebenso hilfreich, wie diese zu Beginn zum Beispiel in gewohnten Umgebungen zu legen. Schließlich sollten wir auch die Kollaboration und Kommunikation berücksichtigen. Die Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen Teilnehmenden ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Reallabor wirklich inklusiv ist. Denn nicht nur ein inklusiver Prozess ist wichtig für inklusive Resultate, sondern auch ein inklusives Miteinander. Dazu gehören zum Beispiel Vertrauensbildung durch transparente Kommunikation, die Einrichtung eines Kommunikationskanals, über den die Beteiligten über den Fortschritt des Reallabors informiert werden, sowie auch eine offene und respektvolle Atmosphäre bei regelmäßigen Treffen und die Einbildung von unterschiedlichen Wissensständen durch das Angebot unterschiedlicher Ausdrucksweisen, wie zum Beispiel Reden, Zeichnen, Schreiben, Kneten. Auch Teambuilding-Formate oder gemeinsame Meditationen zu Beginn von Veranstaltungen stärken ein gemeinsames Werteverständnis. Denn es sind nicht zuletzt unsere inneren Werte, die unser produktives Miteinander bestimmen. Hier seht ihr eine Liste von 80 Indikatoren. Genauso individuell zusammenstellbar wie die partizipativen Methoden in Reallaboren sind auch die Indikatoren zur Reflexion von Inklusion. Sie sind geclustert und filterbar nach Projektphase, Co-Design, Co-Produktion, Co-Evaluation und Ressourcen und lassen sich den jeweiligen Rollen in Reallaboren zuordnen. Dafür habe ich eine filterbare Excel-Tabelle erstellt. Die Indikatoren können der systematischen Analyse dienen, ermöglichen den allgemeinen Überblick oder geben die Möglichkeit, Indikatoren einzeln zu vertiefen. Auch der Vergleich von Reallaboren und deren Austausch untereinander kann dadurch erleichtert werden. Wissen über Prozesse und Abhängigkeiten wird so transferierbar und das komplexe Thema Inklusion greifbar und diskutierbar. Die Gemeinschaft des Reallabors lässt sich grob in externe Beobachtende, Prozessverantwortliche, stark Involvierte und episodisch Teilnehmende unterteilen. Wenn ich
eine externe Beobachtende bin, die herausfinden möchte, ob das Reallabor vor ihrer Haustür inklusiv ist, dann kann ich mir den Index nehmen und durchgehen und versuchen, verschiedene mir relevant erscheinende Indikatoren zu ermitteln. Ich werde allerdings schnell feststellen, dass von außen nicht viel herauszufinden ist. Inklusion ist eine Teamaufgabe, die mit allen Beteiligten gefördert, entwickelt und beobachtet werden muss. Ich kann aber auch als prozessverantwortliche oder forschende Person den Index zur Hand nehmen, wenn ich den ersten Entwurf für einen Prozess skizziere oder mir Gedanken zu Beteiligungsformaten mache. Er kann mir als roter Faden dienen oder helfen zu erkennen, was eventuell an welcher Stelle schiefgelaufen ist. In Schulen wird er zum Beispiel häufig angewandt, wenn es Schwierigkeiten mit der Teilhabe verschiedener Gruppen in sehr durchmischten Gemeinschaften gibt. Ich habe in meiner Masterarbeit die Erfahrung gemacht, dass die von außen geleitete systematische Reflexion hilfreich ist, das Hamsterrad mal zu verlassen und solche Reflexionen auch in den Forschungsbericht mit Ausblick auf Weiterentwicklung einfließen können. Einige der Indikatoren klingen recht banal. Jede, jeder fühlt sich willkommen. Alle gehen respektvoll miteinander um. Sie sind aber als Startpunkt für Kommunikation auf Augenhöhe durchaus relevant und auch nicht selbstverständlich. So, das war's. Ihr habt nun einen Überblick über meine wichtigsten Überlegungen zur Gewährleistung von Inklusion in Reallaboren gehört. Bedenkt bei der Einbindung von Akteuren die unterschiedlichen, teils nicht auf den ersten Blick erkennbaren Interessen und baut durch Analyse, Beobachten, Verstehen und Einbeziehen Empathie auf. Achtet auf die Zugänglichkeit und den Abbau von Barrieren und seid euch eurer eigenen Vorurteile und Meinungsbilder bewusst. Vor allen Dingen in der Kollaboration und Kommunikation untereinander. All das bindet ihr am besten regelmäßig durch Übungen und Reflexionen in euer tägliches Handeln ein. Es ist sinnvoll, dafür ein Set von Fragestellungen zu haben, die euch aus dem Hamsterrad holen und einen roten Faden bieten. Ich freue mich, dass ihr diese zwei Videos angesehen habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Und wenn ihr euch mit mir austauschen wollt, Anregungen oder Fragen habt, schreibt mir gerne auch auf LinkedIn.